Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange 2. Wir haben den Schlüssel gefunden und hoffen doch, dass er zu dieser Tür passt, denn zu der anderen hat er nicht gepasst. Yes, that's the one. Oh, perfect. Whoa, is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you, too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you, like, sick? Conversion therapy? Did they wanted to cure you from being pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Hast du es deinen Eltern gesagt, weggelaufen? Didn't you tell your parents? You kidding? They wanted her to do that. Mom and Dad thought I had a demon inside. So did I. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. And, how did that go? Not good. I just prayed all the time and stopped hanging out with boys, girls, everybody. I got depressed. Paranoid. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Lisbeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. You didn't know this would happen, Jake. His powers tripped me out, too. Don't worry. We'll get him out. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Warum kann ich bei sowas nicht beides wählen? Bessere Versorgung als hier auf jeden Fall. Behalte mein Geld. Brauch er das? Ich will ihm beim Krankenhaus zustimmen. Machen wir erstmal das. Yeah. Anything would be better than here. Right. I just hope they can still cure her. Sean, are you there? What's up? You got company. That thug who works for Lisbeth. He's just holding some files. Doesn't seem to be onto you. This guy is dangerous, Sean. Hey, trust me. I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. Sean, we gotta hide. Now. Okay, der Schrank ist das Beste wahrscheinlich.
Ist das, warte mal, wir müssen das schließen. Mach das zu. Hurry up. Mach das zu. So. Und jetzt in diesen Kackschrank hier rein. Da, los. Come on, John, we need to hide. Oh, okay, nicht der Schrank. Mach zu. Der Schrank? Man, if he finds us here, we're screwed. Was? Nein, wir lassen ihn noch nicht alleine. Zurück. Ich dachte, der kommt mit rein. Dann hier ist eine Tür. Los, komm. Hier ist eine Tür? Das ist keine Tür. Fenster, raus damit mit uns. Oh, na geil. Können wir sofort... Was? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Das ist richtig mies, Alter. Ich kann jetzt auch nicht mehr raus. Hm. Weird. Better tell Elizabeth about this. All right, let's see. Huh? What the fuck is going on? Sean, do you think... It's gotta be Karen. Oh, he's gone. Let's get out of here. Das war so eine miese Aktion, ne? Man, that was crazy. I really thought he was gonna catch us. The guy's leaving. Seriously? How can she ignore that? Sehr geehrte Pastorin Fischer, ich wollte eigentlich den Schlüssel finden für das andere Zimmer. Ich hoffe, dass Sie mir für das, was ich wie einen Eingriff in Ihre Kirche und Ihren Glauben anfühlen muss, vergeben. Doch ich habe großen Respekt für das, was Sie über das letzte Jahrzehnt hinweg aufgebaut haben. Ich habe keinen Zweifel, dass der Herr Sie aus einem guten Grund erwählt hat. Ich bin seit langem ein persönlicher Freund der Hackermans, darunter auch Ihrer lieben Tochter, die seit langem an einer Krankheit leidet. Zum Glück ist medizinische Hilfe verfügbar. Diese hat Ihre Familie allerdings aufgrund Ihres Ratschlags abgelehnt. Sie sehen Ihre Lungenentzündung als ein spirituelles Problem an, welches sich nur durch Gebete lösen lässt. Obwohl ich teilweise glaube, dass dies zutrifft, denke ich auch, dass wir mit den Wundern arbeiten müssen, die uns die Medizin bietet. Ich hoffe, Sie sehen, wie ernst die Lage ist und ich fühle mich persönlich verantwortlich für Sarah Lee und ihre Familie, die sehr fromm sind. Ich würde mich gerne nächste Woche mit Ihnen unterhalten und Ihren Standpunkt zu dieser Angelegenheit hören. Ich hoffe, Sie nehmen mit mir Kontakt... Nein, ich hoffe, Sie nehmen mir die Kontaktaufnahme nicht übel. Ich freue mich darauf, bald mit Ihnen zu sprechen, Pastor Oliver Grant. Okay. Okay. We shouldn't be here. I don't think there's anything worth a look in here. She's running a typed ship here. Okay, das kennen wir ja schon. Gotta give her credit for that. Is she actually scared of me? Liebe Gemeindemitglieder, ich sende euch diese Nachricht als Warnung, dass unserer Kirche vielleicht ein gestörter Stalker... Einen gestörten Stalker hatte, behauptet Daniels Bruder zu sein. Er ist ein mexikanischer Teenager mit nur einem Auge zwischen 16 und 18, der sich Sean nennt, okay? Nehmt keinen Kontakt auf, falls ihr ihn sehen solltet. Ruft nicht die Polizei. Informiert mich oder Nicholas unverzüglich. Er darf nicht in Daniels Nähe oder die Nähe eines der Mitglieder unserer Kirche gelassen werden. Sie hat Angst, dass auch Daniel weggenommen wird, wenn sie die Polizei informieren, ne? Ich bete, dass ich euch nicht alarmiert habe, doch wir haben die Verantwortung, uns vor Bedrohungen von außerhalb zu beschützen. Gesegnet seid ihr alle für euren Glauben, eure Liebe und eure Stärke. Better get Daniel out of here. Willkommen zum Himmelreich. Unsere Reklametafeln werden Sie nicht langweilen. Ah ja. Erreichen Sie 1 Million Fahrer pro Jahr. Lassen Sie Ihre nächsten Anzeige von unserem Team aus Marketing-Experten erstellen. Von groß bis klein, wir decken den Start ab. Rufen Sie uns bis heute an, bla bla bla. Okay. Hier ist kein Schlüssel. Verdammt. Zeitung? Fuck. Zeitungsausschnitte Diaz, Polizei, sucht nach dem Verdächtigen Sean und Daniel Diaz. Hallo, Schießerei in Seattle löst Protest aus. Okay. Okay, der Typ ist ja weg. Ich kann ja... Kann ja hier nochmal gucken, ob noch irgendwas da ist? I can't believe this type of shit still happens today. Jacob Samuel Hackerman.
Verschwiegen, weigert sich an Sportaktivitäten etc. teilzunehmen, zeigt wenig Interesse an Mädchen, hinterfragt die Schrift. Jacob schämt sich. Ich spüre, wie der Herr durch mich arbeitet, um Jacob vor sich selbst und den Versuchungen der Sünde zu retten. Ich habe seinen Eltern gesagt, dass er täglichen Gebetsstunden mir beiwohnen muss, bis wir seine Verwirrung ausgetrieben haben. Dies ist eine Prüfung meines Glaubens und ich werde ihn und Jacob nicht enttäuschen. Flugblatt, niemand wird schwul geboren. Konversionstherapie wirkt. Erfolgsbelege, geschulte Therapeuten und 31 Grad in meinem Zimmer. Geschulte Therapeuten anwesend, kontaktieren Sie uns, bla bla, dummes Geschwätz. Hi Bruce, triff mich um 23 Uhr auf dem Parkplatz. Sei vorsichtig, kann's kaum erwarten, dich wiederzusehen, XO. Oh, shit. Why did Daniel tell her so much? Was ist in Seattle mit Daniel passiert? Weiß noch jemand, was er kann? Suche nach lebenden Verwandten. Seine Persönlichkeit? Vermisste Mutter, ist gern kreativ, trainiert seine Gabe, erinnert sich an nichts. Will sich nicht erinnern, schmollt so viel, verzogen, Alter. Vermisst seine alten Freundin, Noah, Laila. Hört sich gerne meine Predigten an, murmelt im Schlaf, liebt Choco Crisps. Heute hat Daniel mir von seinem Aufenthalt in Beaver Creek, Oregon erzählt. Er versteckte sich bei seinen Großeltern und freundete sich mit einem anderen Jungen wie ihm an, Chris oder Chris. Natürlich wollte er dort bleiben, die Polizei tauchte auf, aber Daniel hat nichts klar gesagt, was dann passierte. Ich weiß, er behält etwas für sich, doch der Heilige Geist wird ihn von seiner Unterlassungssünde befreien, Alter. I knew this guy was sketchy, but... Wow. John Nicholas Bowen. Inhaftiert in Salt Lake City, hat noch Kontakt zu weißen Gangs. Starker Glaube, doch hat die Bibel nie gelesen. Ehemaliger Meth-Abhängiger, heikles Thema, neigt zu Stolz. Drei Teenager überfallen, Spirituosenladenbesitzer erschossen. In der Nacht des 20. September brach eine Gruppe maskierter junger Männer in Sallys Spirituosenladen in South Salt Lake ein, so. Unter Einfluss von Alkohol und Drogen schlugen sie den Angestellten und stahlen die Kasse. Als sie auf dem Weg nach draußen vom Besitzer erwischt wurden, zog der älteste Mann eine Pistole und... Brief, liebe Lisbeth, ich fand ihre Adresse diesen Morgen in meiner Jacke und ich erinnere mich, wie ich letzte Nacht in dieses Motel kam, mit einer Mahlzeit im Magen und einem warmen Licht in meiner Brust. Ich kann Ihnen nicht genug für das danken, was Sie getan haben. Ihre freundlichen und geduldigen Worte zogen mich aus einer Abwärtsspirale, in der ich seit Wochen nach unten fiel. Wenn ich mich richtig erinnere, sagten Sie, dass Sie auf der Suche sich nach Helfern für den Ausbau einer Blabla. Okay, mach das Ding wieder zu. Das kann ich jetzt gar nicht. Super. Geht jetzt erst auf. Oh, was hier? Was hier? Was hier? Bibeln? Does she read anything else? Naja, das wird für die neuen Leute sein. Die wird sich ja nicht 100-mal verschiedene Bibeln durchlesen. Ist hier irgendwas im Schrank drin? Ein Schlüssel zum Beispiel? Only random stuff. Na gut. Kann ich den nochmal durchsuchen? Ja. The fuck? What is it? I think that's the file Nicholas had. Take a look. What? Is she trying to adopt Daniel? Exactly. And she's doing it under the table, of course. Man. Ist jetzt nicht so überraschend, wenn sie ihn schon Daniel Fischer nennt, also... Hier unten drunter ist kein Schlüssel, hinter der Tür auch nicht. Okay, haben wir alles angeguckt, was geht, die Fächer aufgemacht, die Tür geht immer noch nicht auf, oder? Nein, geht nicht. Na gut. Dann... Würde ich behaupten, aber wir haben alles angeschaut. Nun gut. Dann komm, Kollege, wir verkrümeln uns, würde ich sagen. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Yeah. I guess she is. So we're all good now? I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? All right.
You be careful, okay? You too, Sean. Good luck. Die Mutter hat einfach random irgendein Haus angezündet? Was zur Hölle? Ist das nicht ein bisschen krass? Come in, Karen. See anything? No, you're all clear. Awesome. Talk later. Okay, diesmal versuchen wir uns durch die Hintertür. Wir kennen die ja jetzt schon. Alter, guckt mal. Locked, of course. Na gut. Aber hier, die Frau ist ja auch weg. Hat die irgendwas hinterlassen, was wir haben können? Ups. Nee. Okay. Ich denke, dass Daniel in der Kirche ist, oder? Ist das die Mutter? Mission accomplished? Yep. Now the hard part. Did you find what Jacob needed? And a whole lot more. Thanks for the help. That was... Sorry, Reverend. You won't be hiding behind that cross for much longer. Thanks for the help. That was pretty sweet. I try. You did well. Hey, I'm here if you need me, Sean. I know, Karen. Thanks. No problem. Na dann, komm mal mit, Mutti. Wir gucken, ob unser Sohn hier drin ist. Also dein Sohn und mein Bruder. So you know what you're gonna do? Nein. No. But let's do it. Oh Lord, let your power speak through this young vessel. I am your humble Sean, servant and will obey your every command. Speak to me. It's Daniel. Speak. I told you, he's kind of special. Hey. Sean, you came back? Enano, little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. I'm sorry, Sean. I can't. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me, and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children?
You left them, and your husband, to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know that's not enough, but I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother, and I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her or me? That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us, his true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Stop! Holy shit. Reverend, are you okay? Nicholas, they're heretics sent to desecrate our church. Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee? She's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do that. This is pointless. Daniel knows who to trust. Sie ist zum Arzt gegangen. Glaube an dich selbst. Keine echten Christen. Ein Pfarrer hat sie gewarnt. A minister from another church even sent her a letter, warning her that she's taking too much risk, that Sarah needs to see doctors. But I don't want Sarah Lee to be hurt. Have faith in me, Daniel. I know what I'm doing. God is speaking to me and to you. Aus der Kirche geschmissen, schädliche Gemeinschaft, sie adoptiert dich. Das hier ist kein Ort für dich. Nee, das glaube ich nicht. Aus der Kirche geschmissen, schädliche Gemeinschaft, sie adoptiert dich. She was kicked out of her previous church. Yeah, they knew she was crazy, so she left. And founded Haven Point. Why would they do that? Did she do something wrong? Liar! I left on my own because they were all blind. Don't believe his lies, Daniel. Deine Hausaufgaben? Du bist schlauer. Was würde Papa sagen? Der Brief von Karen. I found a letter from Karen, our mother, inside her house. She hid it from you, so you never know she's looking for you. What? You told me she didn't want to see me. See what you have done. Hey, Enano. Back off. No one is gonna keep me away from you. I said stop! Don't. I came all this way for you, and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need. Sean! He must learn. Listen. I did my best job to be a good brother. And I know I probably failed. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sean! Don't listen to him. He left you just like that harlot did.
Shut him up! He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him! Don't let them do that, Daniel! If I could go back in time, I would. We'd be in our living room in Seattle. Dad would get us pizza and snacks, then pick the movie because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anno. Stop so it! So we have to keep going no. forward. What are You're you doing? Gonna kill him! Please! He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Nothing, nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. I know. Dad always said our blood link was the most important thing. You know. Please! Stop! Leave him alone! Daniel, listen to him! I won't stop! No matter what she does! I'll come right back! Again! And again! I love you, Daniel. I do too. Shut him up! Now! Don't move! Just stop! If you want to kill me, then do it! I'm not afraid. Do it! Shoot! Don't! Go ahead. What? Shoot me in the face. And live with it. Now! Stop! She was someone else. I'm sorry. Sean, we need to get out of here. Now. Nein, nein, lass sie liegen. Oh Mann. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Oh no. No. You started this fire. You will all burn in this hell. Move. Let us go. Move it. You won't leave this place. Not with me alive. Wir schießen die jetzt nicht ab. Nein, machen wir auf gar keinen Fall. Also, Daniel, bitten Sie, aus dem Weg zu räumen. Ihr drohen mit der Knarre. Das ist jetzt aber fies. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir sie wegschubsen oder sie erschießen, dass das die Wahl ist. Aber dass wir jetzt auch noch sagen, Daniel, du musst es machen. Oder wir müssen mit der Knarre drohen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir Lisbeth drohen machen, dass er wirklich schießt, wenn sie sich nicht verpisst. Ich bin trotzdem dafür, dass wir es Daniel machen lassen irgendwie. Es ist zwar ein hartes... Ich bin dafür. Open the door, Nano. Daniel, after all I did for you, you can still repent. I don't believe you anymore! Jetzt sind komplett unnötigerweise unsere Fingerabdrücke auf dieser Waffe drauf. Ich hoffe, dass uns das nicht irgendwie noch zum Nachteil kommt. I'm invisible.
Das war Episode 4. Fühlte sich sehr, sehr kurz an. Ich, warte mal, wie waren beschleunigen? Beschleunige das mal. Beziehungsweise, wir verlassen das hier mal. Genau, hier wollte ich nämlich hin, um gleich die Entscheidung anzugucken. Ich würde aber erstmal gerne auf Seite 1. Ja, wir sind auf Seite 1. Du hast beide Sehtests bestanden. Yay. Du hast einen der Sehtests bestanden. Achso, das eine war ja mit dem Licht hinterhergucken, das andere war mit dem Stift. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass das, also dass die Mehrzahl nur einen besteht, also der mit dem Licht höchstwahrscheinlich. Du hast Agent Flores gesagt, der Einbruch war Finns Idee, das haben die meisten gemacht. Der Einbruch war deine Idee, war eine gemeinsame Wahl. Ja, jetzt zu Knaller zu sagen, Finn ist nicht mehr da, um belastet zu werden, ist eigentlich auch ziemlich krass, ne? Aber Tatsache ist, dass es seine Idee war und es hat für ihn keine Konsequenzen mehr, traurigerweise. Also nicht traurigerweise, weil ich will, dass er Konsequenzen hat, sondern weil er fort ist, deswegen traurig. Du bist aus dem Krankenhaus geflüchtet, ohne jemanden zu verletzen. Das haben die meisten gemacht. Du hast den Wächter angegriffen, um aus dem Krankenhaus zu flüchten. Das haben so viele gemacht, ernsthaft? Hätte ich gar nicht gedacht. Du hast Joey überzeugt, dir bei der Flucht zu helfen? Du hast Joey angegriffen. Boah, das wäre krass gewesen. Da bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben. Finn war nicht im Krankenhaus. Ne, weil er tot ist. Du hast nicht mit Finn geredet. Du hast mit Finn geredet und ihm vergeben. Was? Verwechsel ich gerade, wer Finn war? War Finn nicht der Typ, der uns auf dem Baumstamm küssen wollte, was ich aber erst mitgekriegt habe, als ich die Statistik durchgeguckt habe? Das ist das Problem bei solchen Spielen mit Episoden. Man oder ich persönlich, viele vielleicht nicht, vergesse, wer die ganzen Personen waren oder nicht alles, aber einen großen Teil davon, die jetzt nicht so die größte Rolle gespielt haben. Aber da Finns Armband bei Daniel auf dem Platz lag und die beiden, Finn muss der gewesen sein mit diesen Dreadlocks und so ein bisschen irgendwas, Tattoos über die Nase, so zwei Striche oder sowas hatte der, glaube ich. Ach so, die Leute, die mit Finn geredet und ihm vergeben haben, bei denen ist er ja nicht gestorben. Okay, das war. Und wir haben ja die Stelle gehabt, wo er nicht im Krankenhaus gewesen ist. Du hast nicht nach dem Spielzeug gegriffen und es nicht kaputt gemacht. Du hast Daniels Spielzeug kaputt gemacht, als du das Chat abgenommen hast. Ach krass, das wäre passiert dann, da war es doch gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ich habe es ja gemacht, also nicht gemacht, um den Konflikt nicht zu schüren, was auch funktioniert hat, besser als ich dachte. Aber es war auch die bessere Entscheidung, wenn es darum ging, das Spielzeug ganz zu lassen. Du hast das Lied auf Spanisch gesungen, du hast dich geweigert.
Du wurdest nicht aufgefordert zu singen. Wahrscheinlich, wenn man vorher ein bisschen größere Fresse hat oder sowas, oder? Also. Ist aber fast 50-50 mit Weigern und Singen. Ah, das ist der Trucker. Du bist nicht in den Truck gestiegen und nach Haven Point gelaufen. Okay. Die meisten haben. Du bist in Antons Truck nach Haven Point gekommen. Ach je. Also, ich war tatsächlich einfach nur zu lahm. Mann. Du hast der Kirche kein Geld gegeben. Okay. Du hast Karen erlaubt, sich dir zu öffnen. Das haben aber die meisten gemacht, sehr, sehr viele. Du hast eine Zigarette mit ihr geraucht, das haben auch sehr viele gemacht. Du hast Karens Hilfe bei der Reinigung, haben auch sehr viele gemacht. Und Nikolas wusste nichts von deiner Gegenwart. Nikolas hat Verdacht geschöpft, als du dich in Haven Point eingeschlichen hast. Ach, wären wir durch die Hintertür, meine Nase juckt, wären wir durch die Hintertür dann gegangen oder was? Dann wäre schlimm gewesen? Keine Ahnung. Du hast Jacob kein Geld gegeben. Du hast dein Geld mit Jacob geteilt. Ach so, an der Stelle mit dem, als ich gesagt habe, dass die gesundheitliche Versorgung da ist. Dann müsst ihr das aber ein bisschen deutlicher machen mit dem Geldteilen, weil ich habe extra noch gesagt, dass ich beides machen würde. Aber das mit dem Zuspruch für die gesundheitliche Versorgung in dem Fall halt wichtiger fand, bevor er das halt nicht machen will. Also ich hätte es cool gefunden, wenn das noch eine zusätzliche Option gewesen wäre, weil ich hätte es mit ihm geteilt oder ihm gegeben. Das war ja die Option. Du hast dich erfolgreich von Nikolas versteckt. Der hätte uns auch erwischen können. Krass. Du hast Lisbeth erschossen, ohne dass Daniel sie verletzte. Krass, haben aber sehr, sehr wenig auch gemacht. Du hast Daniel seine Kraft auf Lisbeth anwenden lassen, als er sie verletzte. Du und Daniel habt Lisbeth verschont. Du hast sie erschossen, als Daniel sie verletzte. Krass, was alles möglich gewesen wäre. Okay. This is it. We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. You ready? Yeah, I think. Wir haben es geschafft. Wir sind an der chinesischen Mauer angekommen anscheinend. Warum gehen wir alleine nach Puerto Lobos ohne die Mutter? Oder warum gehen wir nicht mit der Mutter mit? Oder warum fragen wir nicht die Mutter, ob sie mit uns mitkommt nach Puerto Lobos oder so? Aber na gut, vielleicht wird das alles noch in Episode 5 besser geklärt, beziehungsweise uns wird nochmal gezeigt, wie sich die ganzen Wege trennen, obwohl es echt traurig wäre, da wir uns gerade gefunden haben, dass wir uns gleich wieder trennen. Ich bin gespannt. Alles in einem Episode 4 kam mir sehr, sehr dialoglastig vor und sehr wenig Eigenaktion, was möglich war. Mit gar nicht so vielen schwerwiegenden Entscheidungsmöglichkeiten. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Es fühlte sich viel, viel mehr wie ein interaktiver Film an als ein Spiel. Und ich fand, es fühlte sich viel filmischer an als zuvor die anderen Episoden oder The Walking Dead oder der erste Life is Strange Teil oder so. Ja, dem stehe ich neutral gegenüber. Ich mag beide Varianten, wenn man viel eingreifen kann. Ich mag es aber auch, wenn man Eingriffe machen kann und entsprechend der Weg sich dahingehend ändert oder spaltet, wie auch immer. Mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war bloß ein bisschen ungewöhnlich, weil durch die vielen Dialoge habe ich, glaube ich, recht wenig geredet. Aber ich finde das persönlich gar nicht so schlimm, sondern ich finde, da kann man so besser dann nochmal eintauchen und das Ganze genießen. In den Sammlermodus müssen wir nicht, denn wir haben alles gesammelt. Ich glaube, ich habe auch alle Bilder gekriegt, oder? Muss ich dann noch mal gucken, ob ich alle bekommen habe. Ansonsten fühlte es sich unglaublich kurz an, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden ich aufgenommen habe. Ich habe das alles am Stück jetzt gerade aufgenommen. Und ich weiß nicht, wann ich losgelegt habe. Irgendwann nachmittags war es schon. Und jetzt ist es bei mir gerade 19.26 Uhr. Also ein paar Stunden habe ich auf jeden Fall aufgenommen und damit ein paar Folgen zwischendurch. Und das hier ist auch wieder eine extra lange Folge, wenn ich sehe, dass ich gleich bei 40 Minuten bin. Die anderen waren ja alle nur um die 20. Was aber auch nicht schlimm ist, gerade die finale Folge ist gar nicht schlimm, wenn ich hier noch mein Fazit dazu quatsche, wenn die ein bisschen länger ist. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand die Zusammenkünfte aber ein bisschen
bisschen überraschend alles. Also man hat zwar dann so ein bisschen die Aufklärung mit den Briefen und Jacob und so weiter und so fort gesehen, aber dieser Riesenzufall, dass sich alles so gut aufeinander trifft zu den richtigen Zeitpunkten. Ich meine, Sean hätte auch 3 Tage später erst ankommen können durch irgendwelche dummen Zufälle, weil er nicht vorankommt, weil er mit dem Auto anders unterwegs gewesen ist, hängen geblieben ist, sich verfahren hätte und so weiter und so fort. Aber jeder war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. War ein bisschen überraschend, aber auf der anderen Seite hätte es sich natürlich auch unnötig in die Länge gezerrt, das Spiel, wenn man jetzt erst 2 Tage an einem Ort verharrt hätte und dann wäre erst die Mutter aufgetaucht oder so, keine Ahnung. Es hat sich sehr, sehr, sehr angefühlt, wohingegen man bei Spielen wie zum Beispiel The Walking Dead mehr das Gefühl hatte, dass man wirklich was verändert mit verschiedenen Entscheidungen. Bei The Walking Dead war es halt natürlich viel, viel krasser, weil man manchmal sogar ganze Personen geopfert hat in dem Zusammenhang, die zur Gruppe gehörten, wohingegen man jetzt zu Lisbeth und so keine Verbindung hatte. Ich habe hier immer das Anliegen, so wenig Verbrechen wie möglich zu begehen, so unauffällig wie möglich zu sein, trotzdem so viele Informationen uns schnappen, wie wir kriegen können und natürlich alle Collectibles sammeln. Eine der wichtigsten Sachen. Deswegen habe ich sie weder erschossen, deswegen wollte ich auch nicht die Waffe anfassen, um die Fingerabdrücke halt zu meiden und sowas alles, beziehungsweise auch nicht die Tür einschlagen, sondern den Schlüssel suchen, auch wenn es länger dauert. Einfach damit unsere Verbrechenskategorie nicht immer weiter ansteigt, weil wir haben jetzt schon wieder ein geknacktes, geklautes Auto, Ausbruch aus dem Krankenhaus und ich sag mal fast Ausbruch aus dem Gefängnis, weil dort sollten wir ja hin, haben wir jetzt auf unserer Karte stehen. Also unser Strafregister wächst und ich bin echt gespannt, wie das Ganze endet, ob wir richtig krass auf den Deckel kriegen, wenn die uns irgendwo an der Grenze abfassen und kurz vor unserem neuen Leben einsperren. Oder ob wir über die Grenze kommen und im Paradies mit unseren spanischen Oma und Opa bis zum Ende leben. Ich bin gespannt, wie das wird und was als nächstes kommt. Ich bin echt gespannt, wie sie das Ganze auch zu Ende führen werden. Bis jetzt muss ich sagen, als großes Fazit, natürlich sind einem Sean und Daniel ans Herz gewachsen. Aber ich hatte bis jetzt eine viel, viel, viel größere Verbindung zu Max, Chloe, Clementine, Kenny, all diese Charaktere. Natürlich sind das jetzt 2 verschiedene Universen. Ich wollte einfach nur die Emotionalität und Gebundenheit und sowas. Da war ich irgendwie näher dran. Und ich habe damals auch gemerkt bei A New Frontier, dass die Geschichte der neuen Charaktere mich auch nicht so berührt hat, sondern erst als Clementine ins Spiel kam, dachte man sich so, oh Gott, da ist sie, meine Kleine, so ungefähr. Und das ist hier, natürlich möchte man, dass es Sean gut geht und man möchte, dass Daniel auch zusammenkommt oder dass die Familie zusammenkommt und so weiter. Aber es ist nicht so diese ganz krasse Gebundenheit. Ich glaube, das ist der Fluch des Nachfolgers auch. Also der darauffolgenden Spiele, die ein gleiches Prinzip auffassen, meine ich damit. Liebe Leute, in diesem Sinne, Episode 4 ist abgeschlossen. Jetzt lasst uns wieder 2 Jahre warten, bis Episode 5 kommt und wir alle vergessen haben, was in Episode 4 passiert ist. Oh, wenn ich hier Kritik mal äußern dürfte, was Episodenspiele angeht, ich finde das ja gar nicht schlimm, dass sie dann Gelder erstmal sammeln könnten durch Einnahmen, durch den Verkauf der Spiele, um neue Episoden zu produzieren. Ich würde mich aber, ihr könnt mir auch gerne euer Feedback dazu in die Kommentare schreiben, mehr freuen, wenn man wenigstens schon einen sehr großen Teil des Spiels fertig hätte, wenn man die Episoden rausbringt. Sodass man vielleicht maximal noch einen Monat oder vielleicht zwei würde ich schon viel finden, so ein bisschen, aber okay, dass man die braucht, um die neue Episode rauszubringen und nicht diese riesengroßen halbjährlichen Abschnitte von Episode zu Episode, weil das zerrt einen aus der Handlung raus, das macht, dass man nicht wirklich emotional werden kann, das macht es irgendwie schwierig, hinterherzukommen, auch vom Kontext her, vom Plot, von, wie schon gesagt, der Emotionalität her, von der Gebundenheit an die Charaktere her auch. Das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht mal von den Episodenmachern ein bisschen überdacht wird. In diesem Sinne, schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, was ihr von allem haltet, wie ihr diese Episode fandet, ob ihr an manchen Stellen anders gehandelt habt und deshalb irgendwelche anderen Reaktionen rausbekommen habt. Und ansonsten sehen wir uns entweder in einem neuen Let's Play wieder oder bei Episode 5 dann. Bis dann, Leute. Tschüss.